Hi, hallo zusammen. Heute ist das Thema die Königinnenzucht. Und zwar nicht im Ableger, wie ich sonst immer gemacht habe, sondern dieses Jahr ist der Sammelbrutableger dran, also die Königinnenzucht von geeignetem Zuchtmaterial im Sammelbrutableger. Diesen Sammelbrutableger, den habe ich vor 9 Tagen gebildet. Warum vor 9 Tagen? Also wie geht das jetzt weiter? Also, vor 9 Tagen sind hier 10 fette Brutwaben reingekommen. Also wirklich fette Brutwaben und eine Futterwabe. Der Kasten ist rammelvoll mit Bienen. Und in 9 Tagen passiert ja Folgendes. Jede Zelle, die noch nicht verdeckelt war, ist nach 9 Tagen garantiert verdeckelt. Das heißt, ich werde jetzt gleich einmal durchschauen, also intensiv durchschauen, dass ich wirklich jede Weiselzelle, die angelegt haben, jede Nachschaffungszelle gleich rausbreche. Dann werde ich nochmal für 2 Stunden verschwinden. Und zwar werde ich zum Manfred fahren. Ja, den kennt ihr ja mittlerweile auch schon. Und von Manfred werde ich mir Zuchtstoff besorgen. Das heißt, der Manfred hat eine besonders gute Königin, die so langsam ihre letzten Tage hat. Und damit wir sozusagen ihr Erbgut noch weiter im Verein verwenden, werde ich mir heute Zuchtstoff von ihm holen. Das heißt, ich werde nachher bei Manfred umlarven. Ja, aber jetzt werde ich mich erstmal umziehen und diesen Kasten hier von seinen Weiselzellen befreien. Nicht wundern, dass da plötzlich 2 Ableger stehen, ne? Da ist noch so ein Einwabenableger daneben jetzt. Hallo, gibt's Honig morgen? Moin, moin. Nee, nur Königin. Sag mal, wie sieht's aus hier mit der Tracht? Schlecht. Noch nichts groß drin, was? Nichts drin, wegen dem Wetter. Der Raps, der ist auch schon bis auf der Hälfte weg, was? Ja, ja, richtig. So, guck mal hier. Das sind alles so Zellen hier oben. Ja, die, und das auch. Das sind alles Mini-Königin-Zellen. Die sehen gar nicht danach aus in erster Linie. Oh, aber die müssen natürlich alle raus. Ja? Das hilft alle nichts. Sonst haben wir hinterher ein Problem. Da. Wunderschöne große Königinzelle. Eigentlich viel zu schade, um wegzutun. Ne? Tja, will man machen. So, man darf keine einzelne übersehen. So, das ist zum Beispiel eine Wabe, die besteht fast nur noch aus Honig und Pollen und ganz, ganz wenig Brut. Die werde ich gleich rausnehmen, weil wir brauchen ja einen Rahmenplatz, um nachher diesen Zuchtrahmen da einzubauen. Das heißt, den werde ich nachher komplett abfegen und in den Ableger reinhängen. Da schaut mal, da sind noch mal schöne Königinzellen hier. Da. Da. Da ist auch noch eine. Das hier unten sind Drohnen. Was verdächtig ist, muss aber trotzdem weg. Das können wir mal lassen. Eine Zelle zu viel stehen gelassen und das ganze Vorhaben ist hinüber. Und das müsste jetzt eigentlich die Futterwabe sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist die Futterwabe. Schon schöner neuer Honig wieder drin.
Obwohl, eigentlich können wir die dann rausnehmen, ne? Wir haben ja genug Futter da drin jetzt. Machen wir auch. So, weil jetzt bilde ich in der Mitte des Kastens, bilde ich jetzt eine Gasse. Da sammeln sich jetzt gleich ganz viele Pflegebienen an. Also die Gasse wird quasi voll mit Bienen. Und da setzen wir dann gleich den Zuchtstoff ein. Während ich jetzt zu Manfred fahre, um mir gleich meinen Zuchtstoff zu holen, bemerken die Mädels in dem Kasten das, dass die jetzt mittlerweile wieder hoffnungslos weiselos geworden sind. Und das sorgt dafür, dass nachher, wenn ich den Zuchtstoff einhänge, dass die den dann auch bereitwillig annehmen, weil die haben ja keine andere Chance mehr. Ne? Würde ich jetzt nur eine einzige Zelle oder auch nur eine offene Zelle mit offener Brut in dem Kasten übrig geblieben sein, würden die Königinnen, die ich gleich einhänge, also die Eier oder die Larven, die ich umlarve, von dem fremden Volk, die würden die nicht annehmen, weil die lieber aus eigenem Material Königinnen züchten. Ne? Und deswegen muss man darauf achten, dass keine offene Brut mehr da ist, deswegen diese 9 Tage. Ne? Hinstellen, 9 Tage stehen lassen, dann ist garantiert jede offene Zelle verdeckelt, da kann nichts mehr passieren. Und zweitens, man muss wirklich jede Nachschaffungszelle, die in der Zeit angelegt wird, muss man brechen. Ein noch sichererer und vielleicht sogar schnellerer Weg ist es, wenn man schon vorher weiß, ich möchte dann und dann Königin züchten und man hat genug Völker, dann kann man Waben für den Sammelbrutableger für 9 Tage über ein Absperrgitter hängen, entnimmt dann diese bereits verdeckelten Waben in einen Sammelbrutableger, kann die dann noch mal kurze Zeit stehen lassen, dass die Mädels merken, aha, wir sind jetzt ein waisenloses Volk, hoffnungslos, können uns da selber nicht mehr helfen. Und ja, alles, was wir jetzt an offenen Zellen bekommen, das nehmen wir sozusagen bereitwillig an. Das ist die zweite Variante. Okay, dann fahren wir mal zum Umlarven. Ja, sieht doch gut aus. So, der Zuchtrahmen hängt jetzt drin und nach ein paar Tagen werden wir dann mal kontrollieren, wie viele Zellen angenommen wurden. Ja, wie geht es jetzt weiter die nächsten Tage? Also, man sagt ja 3, 5, 8, die Königin ist gemacht. Das heißt, 3 Tage haben die ja schon hinter sich als Ei und nach 5 Tagen wird verdeckelt. Also 5 Tage ist die Larvenphase, danach beginnen 8 Tage die Puppenphase und die Puppenphase ist ja komplett verdeckelt. Und am 5. Tag nach heute, also in 5 Tagen, werde ich jetzt wiederkommen, spätestens, vielleicht gucke ich auch vorher schon mal nach, bin ja neugierig. Und nach 5 Tagen werde ich dann die angelegten Königinzellen verdeckeln. Da kommen diese Käfige drauf und das sorgt dafür, dass wenn dann wiederum nach 8 Tagen die Königin schlüpfen, dass sie sich nicht gegenseitig ausbeißen. Weil sonst würde ja, wenn ich das nicht verdeckeln würde, also nicht käfigen würde, dann wird ja die erste Königin, die schlüpft, als allererstes mal alle anderen Königinzellen ausbeißen oder stechen oder was auch immer. Und dann wäre die ganze Arbeit, hätte ich die ganze Arbeit wegen einer einzigen Königin gemacht. Ich bin mal gespannt, wie viele von meinen 12 umgelarvten
Näpfchen da angenommen werden. Also wenn alle was werden würden, okay, ich würde die schon loswerden, die Königin. Ich hätte da schon Verwendung für. Aber so 6, 7 Stück könnte ich schon ganz gut selber gebrauchen. Und mal sehen. Also beim Umlaufen, wie gesagt, das war das erste Mal für mich. Er hat mir auch später gerade noch mal gesagt, hast du die Larven auch nicht umgedreht auf die andere Seite? Weiß ich nicht, glaube nicht. Normalerweise habe ich sie einfach abgestriffen, so wie ich sie aus der Zelle entnommen habe, schön in die Mitte abgelegt. Aber wir werden es sehen. Lass uns überraschen. Ich schaue einfach nach 5 Tagen spätestens noch mal hier rein, um dann die vorhandenen Königinnen einzusperren sozusagen. Und dann wissen wir mehr. So, das nächste gibt es dann im nächsten Videoteil. Ich hoffe, ihr schaltet mich alle wieder ein. Und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt und so weiter und so weiter. So, ich wünsche euch alle noch ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.